Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krank heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. So ein Arschloch. So ein Arschloch. Aber ich mag ihn. Ach ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Hab in der letzten Folge die Zeit total vergessen. Und dann nur noch blöderweise die Mission gestartet. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als Ihr Leben und das Ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Das wird doch Leichtigkeit. Wahrscheinlich müssen wir Schützen auf... umbringen. Na, mal sehen. Was es unsere Mission erschweren sollte. Ja, ich hab's doch schon gefunden. Stopp! Ja, du! Ganz ruhig. Ich geh ja schon wieder. Mit einem Bein im Grab. Weißt du das eigentlich? Genauso wie du bei mir. Blöde Scharfschützen, ey. So, dich mach ich auch noch weg. Zack. Zack. Kann ich irgendwie helfen? So viel zu einfach. Mensch. Jetzt rennt er wieder weg. Okay. La 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 la. Na? Na, na, Alter. Mädel. Bis jetzt war das ja noch einfach. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist der! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Na los! Was hat er getan? Es wäre gut, wenn ich Jakob spielen würde. So von der reinen Logik her. Ich komm gleich. Was in aller Welt sollen wir mit Papieren? Ah. Sie lesen! Wenn wir nur etwas Zeit hätten! Alter, ist das schwierig. Piss dich. Was hast du? Es sind Papiere, Jacob. Dokumente, Forschung. Komm doch hier rüber und hol. Jacob, lass das. Vollidioten, ey.
Pam, 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 pam. Ganz ruhig. Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, dann kommt doch her! Jacob! Junge! Kommt doch hier rüber und was? Jacob, lass da her! Aber echt, ey! So ein Arschloch! Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Wenn ich hier rauf müsste, vielleicht uns beide töten? Oh ja. Zack. Warte mal. Wetten, ihr trefft meine Schwester nicht? Oh. Mach mal. Ich weiß, er ist asozial, aber... Oh mein Gott. Oh, die armen Dokumente. Ich stehe lieber, wenn ich anhalten würde. Hup. So lächerlich. Wir werden abspringen müssen. Was stimmt nicht mit dir? Fick dich. Scheiße war das. Es war lustig. No. Danke für die Einladung. Alter. Das müssen wir wieder machen. Einfach die Pferde da weggeklatscht, ey. Wow, heftig. Heftig. Auf jeden Fall. Das hätte ich von Anfang an machen müssen. Das ist auch. Das ist so falsch zu lachen, aber es ist doch so. Oh mein Gott. Diese. Wie die Kutsche dann total hochgeflogen sind. Und ich habe ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die dann total auf einmal sterben, die Pferde. Ich habe nur gedacht, ne, wie sonst auch, dass die dann einfach nur total schreckhaft werden und dann wegrennen. Also in dem Fall dann natürlich nicht in meine Richtung. Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer yeah. Lack, neue Teppiche aus Camden-Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Cool. Also haben wir jetzt Umhänge und sehen allgemein schicker aus. Oh. Ja. Kann sich lesen lassen. Kann sich definitiv sehen lassen. Oh je, willst du etwa das anziehen? Hm. Ey. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. So ein Pech aber auch. Hallo, Mr. Gatling. Ach so, genau, das war ja das hier. Ah, das ist bestimmt auch total witzig. Ich will das spielen, aber... Wie gesagt, wir hatten schon zwei Stück. Ich werde nicht alles auf einmal machen. Bitte hier gar nichts mehr. Oh, Menjo. Nee, ist immer noch da wahrscheinlich. Aber hier wird wirklich gerade keiner angezeigt. Ja, gut, ne? Nee, es gibt ja hier immer noch diese Möglichkeit. Zur Sequenz. Achso, aktiv. Ja. Ah, jetzt wird's angezeigt. Ich will mir nur mal angucken, was es jetzt ist. Spiel nach Gehör. Wie setzt die Suche nach den Ehespielern mit Hilfe des Notizbuchs fort, das sie in Miss Thorns Truhe gefunden hat? Und Tuchenverteidigungsgewand. Okay. Apropos Gewand. Wir haben einen neuen Umhang. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße, ist der weit hinten. Ach du Scheiße. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Gut, dann machen wir erstmal die Zugquest. Achso. Links Level 5. Ach komm, scheiß drauf. Aber die reicht dann für diese Aufnahme auch erstmal. Ein Brief. Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Ja, hast du mir schon gesagt. Aber wie will mir das Nigel denn? Hoffentlich hat er eine gute Erklärung. Oh, was war denn das? Nee, die Aufnahme ist noch dran. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Hä? Also, sie klemmt doch. Bam, 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 bam. Yeah! Seid ihr kleinen Boys? Boom! Oh yeah! Explosion! Und dort? Bam! Ach, er schießt auch noch mal mit. Das ist gut. Finde ich nett von ihm. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass er nicht überhitzt. Das ist der Trick der Sache. Die haben uns gleich. Wo haben die uns denn gleich? Wow. Da kommen sie. Hinter mir ist einer, aber da kann ich nicht hin. Ist ein bisschen kacke. Weg mit dir. Oh, jetzt sind wir schon. Weg mit euch. Ja, oh, das ist so geil. Wow. Nora, ich glaube, wir müssen los. Hä? Ich bekomme... Nein, wie geil ist das denn? Ich bekomme XP dadurch. Zählt das denn als spezieller Skill? Sag ich, bekomme XP dadurch. Etwas schneller! So, das Ding auch nochmal schön kaputt machen. Man werden die da nicht auch schneller, die Typen? Eigentlich schon, ne? Boom! Bam! Na los, die kaputt. Schneller! Bam! Bam! Zack! Nochmal schön die Leichen kaputt machen. Weg mit euch! Bam!
kann man natürlich auch die XP hochmachen, aber auf geile Art. Als das, was ich gemacht habe. Ah, man muss die Wagen gar nicht zwingend ankoppeln. Zu wissen. Alle tot? Oh, die kann ich nicht mehr abkoppeln. Oh! Oh, oh! Ah! Ah. Es ging noch knapper. Ah. Es geht immer noch weiter. Oh mein Gott. Ah, ah. Geil. Ich bin so happy. Das ist genau das Geschirr für mich. Bam, 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 bam. Alter, das gibt aber auch richtig XP. Was passiert eigentlich? Das ist wieder der erste Wagen voll mit Dynamit. Die Dynamit ist zerstört. Und wie? Ah, so nicht. Bam! Da rein! Nein! Fuck! Wer greift mich denn da an? Wir müssen die Wagen entkoppeln! Nein! Diese schöne Waffe! Sie explodiert gleich! Hängen Sie die Wagen ab! Nigel. Die Versetzung zur Royal Artillery muss wohl noch warten. Ja, natürlich. Ist ja auch so easy, ne? Kein Schaden nehmen. Aber das gibt alles XP. Heftig. Alter. Da kann man sich ja auch richtig geil XP zufarmen. Ja, vielleicht ist das dann doch nicht so abwegig. Dass man sich so leicht XP schnurren kann. Na, wer weiß. Aber richtig cool. Aber wie soll man das dann schaffen, keinen Schaden zu nehmen? Gut, ich glaube, ich wurde ja nur einmal getroffen, ne? Ein Brief. Ach. Für mich? Ging ja das so eigentlich? Was wollen die da eigentlich mit einem Brief? Für mich? Was meinen die damit? Ich will euren Brief lesen. Nee. Ja, und mehr ist auch nicht. Yeah. Boah, gleich 5000. Und hier ist ja auch nichts. Da ist auch nichts. Und hier auf der Seite vielleicht? Oh, eine Lokomotive. Und das war's. Auch nix. Ganz ruhig. Kann ich wechseln? Dann kann ich nicht. Ach so, ja. Fortschrittsanzeige. Ach du Kacke. Nee, nee, nee. Lese ich mich nicht durch. Vielleicht kann ich das dann machen, wenn ich in der frischen Luft bin. Oh, hoppla. Irgendwas Neues freigeschaltet hier durch? Nö. So. Jetzt aber. Mann! Ich will nicht mit ihm die nächste Mission machen. Ja, gut, ich muss ja zwingend als Eve. Daher ist doch alles gut. Ach ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, ciao.